Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen zurück bei Kellner live. Und bei mir zu Gast ist jetzt Professor Johannes Huber. Grüß Gott. Grüß Gott. Hormonpapst werden Sie auch immer wieder genannt in den Medien. Und Sie haben ein neues Buch geschrieben, die Anti-Aging-Revolution. Da geht es unter anderem auch darum, ganz aktuell, wie kann ich gesund fasten? Wie geht denn das überhaupt? Weil es gibt ja, muss man sagen, da irgendwie zwei Lager. Die einen sagen, Fasten ist das Allheilmittel, mache ich jedes Jahr, ist super. Und die anderen sagen, ja nicht, ist total ungesund. Wie sehen Sie das? Also viele Wege führen auch hier nach Rom. Sicher ist es richtig, dass man weniger isst und dass man die Nahrungszufuhr zurückschraubt. Da gibt es unzählige Arbeiten, ob man das jetzt in der 16-8-Stunden-Regelung macht oder ob man jeden zweiten Tag fastet. Das kann man so machen, wie es einem der Körper befiehlt und wie man sich auch wohlfühlt. Faktum ist allerdings, dass es einen Weg gibt, der besonders wichtig wäre und der besonders effektiv auch ist, nämlich, dass man die ersten 8 Stunden dieser 16 Stunden vor Mitternacht legt. Denn dann werden im Körper Wachstumsfaktoren freigesetzt, die mehr oder weniger die Zellen erneuern, die ein Recycling hervorrufen, das heißt, alte Zellbestandteile werden abgeschmolzen und eingeschmolzen, neue werden dadurch gebaut. Also das ist ein sehr interessanter Mechanismus. Aber Faktum ist schon, dass man viele Wege gesucht hat, um den Alterungsprozess zu verlangsamen und das Restriction of Calories, also das Essen von weniger Energien, von weniger Kalorien, ist sicher ein Königsweg. Das heißt, wenn ich faste, wenn ich richtig faste, wie Sie das jetzt auch ein bisschen dargestellt haben, dann kann ich den Alterungsprozess verlangsamen und bleibe frischer, schaue auch jünger aus, oder wie äußert sich das dann? Naja, einerseits das und auf der anderen Seite wird man natürlich ein bisschen dünn, aber vor allem ist das Fasten offensichtlich ein Heilmittel, denn man weiß, dass gewisse Erkrankungen damit nicht nur verhindert, sondern sogar abgemildert werden können. Arteriosklerotische Erkrankungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Hier gibt es eine Fülle von Arbeiten, die zeigen, dass das Fasten ein Mittel wäre, um hier tatsächlich die Bedingungen und die Kondition des Körpers zu verbessern und Krankheitssymptome zu mildern. Hohen Blutdruck zum Beispiel, hohen Cholesterinspiegel. Gleiches beim Asthma. Gleiches auch bei manchen, wahrscheinlich bei manchen onkologischen Erkrankungen. Es laufen in den Vereinigten Staaten unzählige Studien, die die Frage stellen, ob nicht zum Beispiel beim Prostatakarzinom, aber auch beim Mammakarzinom, beim Brustkrebs, man bessere Karten hätte, beim Glioblastom, also einem besonders unangenehmen Malignom, ob es da nicht besser wäre, tatsächlich auch die Kalorien einzuschränken und man dadurch auch für die weitere Therapie der Erkrankung bessere Karten hätte. Was darf ich denn essen? Das ist ja auch immer das, was man sich fragt, wenn ich faste. Auf was soll ich vielleicht eher verzichten? Darf ich prinzipiell alles essen, aber vielleicht nur weniger? Was raten Sie da? Ja, man soll nicht zu sehr dogmatisch hier sein, nicht? Und sonst macht das Leben ja keine Freude. Aber Faktum ist, dass man, wenn man es wählen kann, soll man Fleisch von Tieren essen, die entweder keine Füße haben oder nur zwei Füße. Mhm. Also Fische und Gemüse. Mhm. Und also kein rotes Fleisch. Kein rotes Fleisch, oder? Ist ja bekannt, nicht? Dann mehr ungesättigte Fettsäuren, weniger gesättigte Fettsäuren. Wichtig ist es natürlich auch bei den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate mit einem niedrigen Glukoseindex und Insulinindex sind besser, als wenn zu viel Insulin ausgeschüttet wird. Also man kann mit einem gewissen Augenmaß schon die Nahrung richtig einschätzen. Aber Faktum ist, dass das Beste tatsächlich erreicht wird, wenn man phasenweise nichts isst. Denn dann werden die sogenannten Ketonkörper in unserem Organismus gebildet und das sind Heilmittel. Das sind Medikamente, schützen auch gegen Alzheimer, gegen Neurodemenz, haben also eine Fülle von wirklichen Potenzen in sich und eigentlich müsste man das Fasten auch tatsächlich als Strategie im Kampf gegen gewisse Erkrankungen mehr respektieren und auch mehr lehren und mehr noch untersuchen, als das bisher getan worden ist. Das heißt, Ihrer Meinung nach das Geheimnis ist, Sie haben glaube ich gesagt, 8 Stunden vor Mitternacht nichts mehr essen, davor kann ich durchaus auch normal einmal ein Schnitzel essen. Völlig richtig. Weil wenn man 8 Stunden vor Mitternacht nichts isst, dann ist um Mitternacht der Glukose- und der Insulinspiegel, die sind niedrig und damit wird hier zwischen den Augen ein Hormon freigesetzt, das Wachstumshormon, das Somatotrope-Hormon,
Das braucht aber einen niedrigen Glukose- und einen niedrigen Insulinspiegel. Und dieses Wachstumshormon ist dafür verantwortlich, dass der Körper regeneriert. Und je leerer der Magen ist, umso mehr wird dieses Hormon gebildet. Und das ist der Grund, warum man frühstücken soll wie ein König, mittags das Essen wie ein Bauer zu sich nehmen soll und das Abendessen so wie ein Bettler. Wie sieht es denn mit dem Alkohol aus eigentlich? Darf ich Alkohol trinken? Darf ich zum Beispiel auch am Abend noch Alkohol trinken? Oder soll ich eben in diesen 8 Stunden auch auf Alkohol verzichten? Also das muss man leider mit Ja beantworten, wenn man auch abnehmen möchte. Und das betrifft ja mitunter auch Patientinnen in der Menopause. Dann ist strikter Alkoholverbot leider geboten. In dem Fall dient sogar ein Wort als memnotechnisches Hilfsmittel, dass man sich das leichter merkt. Wenn man abnehmen möchte, ist auch der kleinste Tropfen nicht mehr edel. Da muss man tatsächlich eine absolute Alkoholkarenz einlegen. Aber ansonsten gibt es beim Alkohol unterschiedliche Studien. Es gibt Studien, die zeigen, dass Alkohol relaxiert und entspannt und damit natürlich nicht nur das Leben verschönert, sondern auch das Herz-Kreislauf-System. Auf der anderen Seite weiß man, dass Alkohol auch viele Nachteile hat. Wahrscheinlich kommt es hier auch auf die Dosis an und auf das Augenmerk, mit dem man die Dosis wählt. Was kann denn passieren, wenn ich falsch faste? Also wenn ich beispielsweise hier nicht diese Methode anwende, wenn ich den ganzen Tag über faste, vielleicht mal versuche, einen Tag zu fasten. Wie reagiert der Körper auf so ein vielleicht übertriebenes Fasten? Naja, er reagiert meistens sehr gut. Eine Fastenmodifikation ist allerdings scheinbar ein Problem, nämlich dass man am Abend sehr viel isst und das Frühstück dann auslässt. Das Breakfast Skipping. Und das scheint deswegen ein Problem zu sein, und da gibt es auch schöne Arbeiten, weil in der Früh Insulin vom Körper zur Verfügung gestellt wird und dieses Insulin wartet praktisch auf Nahrung. Und wenn man in der Früh dem Körper die Nahrung entzieht, dann wird umsonst Insulin freigesetzt. Und deswegen ist es tatsächlich besser, in der Früh wie ein Kaiser oder wie ein König zu essen und eher beim Abendessen zurückhaltend zu sein. Leben Sie selber eigentlich auch nach dieser Methode? Die Frage hätte ich lieber nicht gestellt bekommen, denn ich muss Ihnen gestehen, ich bringe es auch nicht immer zusammen. Aber ich weiß, wie der Königsweg ginge und nehme mir immer wieder einen Anlauf. Ja. Gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen Frauen und Männern beim Fasten oder ist das geschlechtsunabhängig? Naja, das ist nicht geschlechtsabhängig, weil natürlich Frauen nach der Menopause, also in der zweiten Lebenshälfte, mehr Gewichtsprobleme haben als Männer. Und hier muss bis zu einem gewissen Grad auch tatsächlich die Nahrungskarenz zumindest eine Zeit lang Härte erfolgen. Man darf ja nicht vergessen, dass nach der Menopause viele Organe nicht mehr arbeiten im Genitalbereich der Frau. Deswegen benötigt sie auch weniger Energie. Sie kann Östrogen im Fett aufbauen, wenn sie Alkohol zu sich nimmt. Also mit etwas Beratung kann man auch dieses Problem, an dem manche Frauen in der zweiten Lebenshälfte leiden, auch eindämmen und verbessern. Abschließend würde ich noch gern zu einem aktuellen Thema kommen, zum Coronavirus, der derzeit, muss man sagen, ganz, ganz viele Menschen betrifft und auch verunsichert. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Ist das wirklich so dramatisch, wie es dargestellt wird? Also ich persönlich glaube nicht, dass dem so ist. Das einzig Unsichere an ihm ist, dass wir ihn noch nicht lange kennen und nicht wissen, was er alles anstellen könnte. Aber wahrscheinlich wird er sich so entwickeln wie die Influenza. Wichtig wäre es natürlich, dass wenn man niest, dass man in den Oberarm niest und nicht in die Hand, dass man sich oft die Hände wäscht und dass man Dinge zu sich nimmt, von denen man weiß, dass sie tatsächlich gegen Viren arbeiten können, zum Beispiel das Zink. Zink ist ein sehr probates Mittel, um das Immunsystem zu stärken. Und das Immunsystem entscheidet ja letztendlich, ob man vom Virus infiziert wird oder nicht. Das heißt, am besten schützt man sich, indem man beispielsweise Zink nimmt und einfach Vitamine zu sich nimmt. Absolut. Ist ein einfaches Mittel, kostet nicht sehr viel. Und es gibt eine gute Evidenz, dass damit das Immunsystem stimuliert wird. Und natürlich Hände waschen. Das richtig. Ist ganz, ganz richtig. Wichtig. Herr Professor Huber, vielen Dank für den Gerne. Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es weiter mit Fitner Live.